Sie hat schon Damage Sounds. Okay, da habe ich deinen Panzer umdrehen oder so. Das ist bestimmt, was ich machen muss. Aua. Ah! Das ist fies. Aha. Na, ja, siehst du. Ja. Mashing! Okay. Okay, ich muss schneller weg hier, wenn das passiert. Kann ich die Dinger zerschlagen? Kann ich. Kann ich in der Tat. Ich schätze, solange der Panzer leuchtet, kann ich nicht umdrehen. Jetzt leuchtet er nicht mehr. Falscher Button! Totenzerstörung. Weg frei. Schon hart auszuweichen. Das hat mich getroffen. Ich habe keinen Felsen gesehen. Hä? Die Lava ist gekommen. Und ich habe mich doch gedacht. Hat. Schade. Smashing. Also bis jetzt ist er nicht so kompliziert hier, der Boss. Diesmal stelle ich mich effektiv in die Ecke, weil die Lava kommt. Habe ich echt nicht gemerkt beim letzten Mal. Ah, bist ja wieder, mein Freund. Hey. Kannst du es wagen? Renne. Naja, dafür sind wir schnell über seinen Kopf zu ihm hingekommen. Okay. War das Phase 1 oder war das der Boss? Das war scheinbar der Boss. Wir haben auch keinen Schaden genommen. Der hat mega wenig Schaden gemacht, der Boss. Cool. Was ist mit meinem Herzcontainer? Flammenelement erhalten. Das Flammenelement enthält die Kraft, Licht und Wärme zu spenden. Da ist mein Herzcontainer. Herzcontainer erhalten. Ein Herz mehr und wieder volle Energie. Yay. So, jetzt habe ich aber immer noch eine Kiste in dem Dungeon nicht geholt. Meine Güte, war das heiß. Ich dachte schon, mein Allerwertester fängt Feuer. Welcher Allerwerteste? Ich will zurück zum Melter. Nope. Ich habe doch noch eine Kiste nicht geholt. Im Moment dachte ich, der hatte gerade vor, wieder zurück zu teleportieren. Stunden später! Hier sind wir zum Timing besser funktioniert. Ich könnte da wegmachen, sonst haben wir gleich ein Problem. Ah, oh, come on! Den ganzen Weg hier nochmal machen müssen, natürlich sehr nervtötend. Ich hätte wahrscheinlich direkt auf die Karte gucken sollen, als wir in dem Gebiet waren, damit ich da nichts verpasse und direkt alles mitnehme. Aber hey. Dumm-di-dumm. So. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich drücke immer Select, um die Karte zu öffnen. Und in diesem Spiel öffnet sich nur die Karte nicht mit Select, sondern der blöde Vogel fängt an zu labern. Unten rechts in der Ecke, in diesem Raum.
letzten Mal bin ich halt... Ah, da ist die Kiste. Ja, wahrscheinlich hat man sie beim letzten Mal sogar irgendwo in der Ecke gesehen, aber ich habe mich da oben links drauf fokussiert. Großer blauer Rubin! Na toll, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich glaube, ich habe jetzt eine volle Geldbörse. Und irgendwie 60 Rubine verschwendet oder so. Wir hatten schon ziemlich viele. So, und teleportiere mich aus dem Dungeon-Button wäre nützlich. Hüpf. 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 So, jetzt aber raus, ja. Das hätte ich nicht gekriegt. Jetzt werde ich mal um. Flutzer das Pokémon. Flutzer das Hügel auf Mana. Ja, was hier. Wir müssen dringend in die Stadt irgendwie Brote oder sonst irgendwas kaufen, für irgendwann unser Geld ausgeben. Be small, Lanky Lank. Be small. Hi, bye. So, wir sind fertig. Bist du auch fertig? Sieht gut aus. Ah, du warst schneller als ich dachte. Hier ist auch alles perfekt gelaufen. Schau's dir an, das ist das neue weiße Schwert. Cool. Können wir stattdessen das Masterschwert haben, statt das weiße Schwert? Ein schönes Schwert mit weißem Glanz. Das Schwert des Alberich brauchst du nicht mehr. Alberich macht gammelige Arbeit. Mit der Kraft der Elemente wird aus diesem Schwert das heilige Schwert. This is Happy Place, danke für 100 Bits. Der Älteste im Wald sagte, die Kraft der Elemente sei nun an einem Ort auf das Schwert übertragbar, an der heiligen Stätte. Sie befindet sich zwischen der Welt der Minish und der Menschen. Der Eingang soll in Schloss Hyrule sein und sich nur alle 100 Jahre öffnen. Mit dem heiligen Schwert, das die Kraft der vier Elemente in sich trägt, kann man den Fluch gewiss brechen. Zum Schloss gelangst du am schnellsten, wenn du durch die Tür, die zur Mine führt, gehst. Du schaffst das! Tür, die zur Mine führt? Was? Findet sich zwischen der Welt, bla bla bla. Bla bla. Jetzt hat er es nicht mehr gesagt. Eisenerz, es ist soweit. Das Superschwert, das ist bereit. Eisenerz, es ist soweit. Ich sag den gleichen Text wieder neben mir. Ich weiß nicht, was er meint. Schon mal reingeguckt, da ist ja überall nix. Hat sich auch nichts dran geändert, wirklich. Die Räume sind echt nur zur Deko da, um zu zeigen, hey, die leben hier übrigens. Hier ist eine Stadt völlig ohne irgendwelche Leute innerhalb der Räume. Hier kam der her. Kraft der Elemente auf das Schwert zu übertragen, musst du zur heiligen Stätte gehen. Der Eingang liegt in Schloss Hyrule. Der Weg zum, Schloss kennst du ja. Lauf zum Schloss Hyrule. Kenn ich den Weg? Also ich kenne den normalen Weg, aber ich weiß nicht, was der Typ... Egal. Das ist, ich muss den ganzen blöden Berg wieder runterkraxeln. Wait. Okay. Für einen Moment dachte ich, das Ding blockiert mir den Weg. Geht gegen die nicht. Nervt uns. Geh was um dich. Ja, irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, ich sollte eigentlich langsam wissen, wie man diese komischen Quick Travel Punkte benutzt, aber kann's nicht. Naja. Wer es nicht besser weiß, der läuft, schätze ich. Seriously. This again. Ist zurück deutlich einfacher als hin. Kommt überhaupt hier zurück?
Nope. Das ist eine One-Way-Street. War hier draußen irgendwo eine Stelle, wo ich runterspringen konnte, die ich nicht gesehen habe? Okay, jetzt wird's spannend. Irgendwas muss ich da wieder total übersehen haben. Das ist eine One-Way-Street. Komm hier nicht wieder zurück. Drecksviecher. Alter! Ich hab's befürchtet. Oh Gott. Das ist das Schlimmste, was einem in... Das ist das Schlimmste, was einem in diesen Spielen passieren kann. Einmal an eine falsche Stelle zu laufen, weil dann wird man hektisch und hat keinen Bock mehr, die ganzen Sachen drei- und viermal zu machen. Und dann passiert so ein Unfug. Keks hier. Hi-hu. Und Transformation. Oh, richtig. Hier ist eine Tür. Meltas Mine! Hey, lange nicht mehr her gewesen. Vorne konnte man einfach raus. Großartig. Okay, okay. Ja, wenn man die simplen Dinge nicht sieht, ne? Dann kommt sowas dabei raus. Jetzt, das wäre in der Tat deutlich schneller gegangen, als den ganzen Unfug zu machen, den wir jetzt gerade gemacht haben. Das wird nicht unbedingt notwendig. Können wir droppen? Ne, wir können nicht droppen, schade. Das macht mich sehr traurig. Wie nett. Brauchbare Herzen. Stabby, stabby. Lass das doch. Okay, raus hier. Schwupp. Einser Rubin. Ja. Wenn ich jetzt schon extra dafür zurückgekommen bin, nehme ich noch, obwohl ich 300 Rubine habe. Ja, wunderbar. Hochebene von Bele. Sind wir wieder raus. Da hat sich allerdings immer noch nichts getan. Vielleicht müssen wir so mit Glücksfragmenten öffnen oder so. Das kann natürlich gut sein. Stadt Hyrule! Ja, yeah, lange nicht mehr hier gewesen. Ich hab Hunger. Willkommen in der Bäckerei, Brot und Krümel. Vielleicht ist ein Glücksbringer drin, ja komm, gefähr. Ein Brot gekauft, das sieht aber lecker aus. War aber nichts drin. Ich hasse, dass die hier per Glücksspiel Glücksamulette verkaufen. Diesmal war aber nichts drin. Hauptsache, wir sind 50 Rubine los, ohne dass wir irgendwas dafür erhalten haben. Jetzt sollte man einfach safe stay in den Dreck. So dumm. Komm, gib her. Nicht der... Jesus. Ich habe gehört, es gibt nochmal die Möglichkeit, dieses blöde Hühnerspiel zu spielen. Klar doch. Gut, dann fangen 7 Hühner in 60 Sekunden. Meine Freude. Das Huhn hat sich selbst eingelocht. Didn't know that works. Nimm es. Okay.
blöde Tante! Wie sollten die NPCs entfernen? Hier noch ein Huhn. Out of chickens. Da. Hä? Ja, da waren ja auch keine Hühner. Oh weh, die Hühner sind weg. Tante, war es nicht ein Charles TP? Ja, unter anderem. Das ist ein goldenes Huhn. Blödes Vieh, geh rein. Grab it! Jesus! Ist auch nicht so schwer lang. Das ist das Spiel. Das kann ich dir nicht holen. Dann. Für die Viecher. Ist alles abgelaufen, aus und vorbei. Danke, jetzt und Dank. Glücksfragment, schon wieder erhalten. Zu dem 190 Rubine, ja gut. Damit sind wir wieder voll. Mehr als. Irgendwas in dem Shop, das verkaufen kann? Ich glaube irgendwie nicht, ne? Na, ich meine, ich kann ein paar Muscheln kaufen. Also mysteriöse Muscheln macht tatsächlich die ganze 300 Rubine. Sie werden dir Spaß bereiten. Also mysteriöse Muscheln erhalten. Danke, dass du so viele Rubine ausgegeben hast. Ich meine, wir kriegen das Geld ja sowieso wieder rein, wenn wir das hier weiterspielen. Whatever. Oh weh, die Hühner sind weg. Gut, dann fangen zwei Hühner in 55 Sekunden, was? Okay. Das wird allerdings deutlich weniger Geld bringen, habe ich das Gefühl. Da hätten wir Nummer 1. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Briefträger, oder? Andere Huhn überhaupt. Hey, wofür sind die Muscheln gut? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hier hinten war das andere Huhn. Auf der anderen Seite der Welt. Ach, großartiges Minispiel, ich bin gehypt. Ja, komm. Oh nein, meine Hühner sind weg. Ja, klar. Gut, dann fangen zwei Hühner in einer halben Stunde. Ist leicht verrollt. Einer mit. Wir müssen tatsächlich hier den Weg über die... Mein Gott, das ist ja ewig weit. Schon eine Zeit, die er niemals hat. Oh, das Blatt... Oh, im Gegensatz zu den Goldenen steht das dann nie still. Okay, ja, okay, dann kann ich das jetzt nicht mehr schaffen. Ich dachte, das bleibt auch irgendwann stehen, genauso wie die Goldenen, und wollte es damit ein bisschen schneller machen, aber nein, das tut's nicht. Ist alles abgelaufen? Ja, ja. Gott, ist das ein hasserregendes Spiel. Ist ja anstrengend. Ja, doch.
Wie habe ich das nicht gegriffen? Ich habe Videobeweis, dass ich es perfekt gegriffen habe und das Spiel einfach gesagt hat: Nope! Hast du nicht. Diesmal brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Das ist ein Weg, ich muss Hühner transportieren. Ist wichtig. Friss Huhn! So. Zeit ist abgelaufen, außen vorbei. Danke, jetzt zum Dank. Noch mehr Glücksfragmente. So ein Glück bringen. 20 Rubine halten. Hey. Fragmente für einen sehr gern. Was hast du denn? Nichts, was ich hatte, ne? Doch, habe ich. Beide Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Wo ist das? Keine Ahnung, wo das ist, aber es gibt da jetzt eine Kiste. Ha. Sieht nach dritten Tempel aus. Passend perfekt, vielleicht passiert was Gutes. Oh weh, die Hühner sind weg. Ist ja was Neues. Gut, dann fangen drei Hühner in 55 Sekunden. Jetzt ich wieder an derselben Stelle. Ist schon mal ein goldenes Huhn hier. Alter! War nie beabsichtigt. Genau in dem Moment, in dem ich werfen wollte, natürlich. So. Nur eins. Das hier eins. Da ist eins. Ey! Leider wird diese Runde nix. Müsst tun, wehrt sich. So, da ist aber auf jeden Fall Nummer 2. Wo ist Nummer 3? Nummer 3 zumindest schon mal aufspüren, bitte. Sieht schlecht aus. Wo ist Nummer 3? Zeit ist abgelaufen. Ich habe keine Ahnung, wo Nummer 3 überhaupt ist. Das wird nächste Runde auch nichts. Ich freue mich aber nicht über deine Aufgaben, Mädel. Klar doch. Ich habe so viel Spaß mit dir. Das sind die besten Quests. Wo in aller Welt ist dieses dritte Hühnchen? Hinten ist es diesmal nicht. Wo in der Welt ist dieses dritte Huhn versteckt? Das ist auch nix. Eins, das kennen wir aber schon. Geht das Ding auf dem Dach wahrscheinlich nicht? Zwei. Kann wir auch schon, geh weg. I'm super confused. Es ist ja schön, dass deine Hühner wechseln. Jetzt ist die neue Challenge in deinem blöden Spiel, die Hühner überhaupt erstmal zu finden. Nicht die zu dir zu bringen, oder? Ich will nur wissen, wo Nummer 3 ist, wenn ich es nicht finden kann. Bildwechsel. Es könnte unter diesem Busch sein. Nope. Die ganze Stadt abgesucht. Das
könnte noch in einem Busch. Genau, es könnte in einem Busch sein. Ich habe nicht alle Büsche abgehackt. Ich habe alles abgesucht, aber ich habe nicht alle Büsche gekillt. Jetzt nur wüsste, wo in dieser Stadt überall Büsche sind. Ich habe extra gestern geschrieben, wann es startet, du. Hm. Okay, ich habe keine Ahnung, wo dieses dritte Huhn ist. Du hast leider nicht genügend Hühner eingefangen. Trotzdem, danke, ich freue mich über jede Hilfe. Die Büsche bleiben auch vor allen Dingen kaputt. Hm. Ich meine, das Huhn könnte natürlich hier auf der anderen Seite sein, da könnte ich noch nicht drankommen. Keine Ahnung. Können wir hier inzwischen rein? Ach so, ich fürchte, er ist mal geschlossen. Ja, das ist ja fürchterlich. Das tut mir schwer leid für dich. Zumindest können wir die Stadt jetzt hier in diese Richtung verlassen. Das ist ja schon mal viel wert. Lass mich mal durch hier. Flup. Hey, die Long Long Ranch. Beim letzten Mal war hier noch niemand. Wo ist Vater nur hingegangen? Ich war unterwegs und jetzt ist die Tür verschlossen. Ich komme nicht ins Haus. Ja, vielleicht können wir daran was machen. Wenn ein Trunkenbold von Vater irgendwo anders ist. Kommen wir überhaupt rein? Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass hier auch irgendwo ein Eingangsloch sein wird, aber es sieht gerade schlecht aus. Hm. Hm. Nope. Kann man wohl nichts machen. Wupp. Wupp. Kommen wir auch noch nicht durch. Meine, hier war aber irgendwo was Neues gespawnt, seit wir das letzte Mal hier waren, oder? Ja, ich weiß, dass ich eigentlich zum Schloss hier ruhen muss, aber ich meine, hier war irgendwas in diesem Gebiet. Warte ich. Nee. Ach, es war da auf der anderen Seite. Okay, da kommen wir gerade nicht hin. Gehen wir halt zum Schloss Hyrule. Da das Spiel uns keine große Wahl lässt. Tja, hu, ha. Nördliche Ebene von Hyrule. Da kriegen wir zwischendurch noch ein paar Glücks-Dingsbumse. Nachdem die Bäcker uns exakt nichts gegeben haben, dafür, dass wir da 100 Rubine ausgegeben haben. Vielleicht kriegen wir sie umsonst. Wenn wir einfach irgendwelche Büsche weghacken. Innenhof von Schloss Hyrule. Guten Dach. Aber hier in diesem Aufzug unangenehm auffallen? Du fällst immer unangenehm auf, die blöde Mütze. Wo ist unser zukünftiger Vater? Huh, oh, hey König. Ah, Lang, schön dich zu sehen. Und das ist das heilige Schwert. Ist es fertig? Wie, die heilige Stätte? Aha. Ich weiß von keinem solchen Ort in diesem Schloss, aber ich kann Fermente vereinen. Möchtest du Fermente vereinen? Ja gut. Machst du denn Schönes für uns? Es geschieht etwas Wunderbares. Irgendwo mit einem Dekowald. Ich hatte jetzt irgendwie mit irgendwas im Schloss gerechnet. Random Kiste erschienen. Schön.
passen offenbar perfekt zusammen. Vielleicht geschieht etwas Gutes. Fragmente vereinen? Ja, könnte mal ausprobieren. Die Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Das ist, glaube ich, neben unserem Haus. Das sieht auch noch eine Kiste aus. Ich glaube. Her damit. Vordering. Hey, Zelda, hast du Lust, Fragmente zu vereinen? Nicht? Eben nicht. Tolle Freundin. Weg hier. Und da geht's auch mal wieder hoch. Wo mussten wir denn da hinten? Das sieht doch gut aus. Ah, danke. Ist das nicht das Tor zur heiligen Stätte? Offenbar können nur du und ich diesen Ort sehen. Los, hinein! Und wozu ist dieser komplette Innenhof gut, wenn man diesen Eingang hier nicht sehen kann? Ist doch noch nicht mal eine Parkbank oder sowas. Ausrufungszeichen. Ja, sieht schon sehr bezeichnend aus, ja? Dies muss die heilige Stätte sein. Und hier kann man die Kraftelemente auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest für das Schwert.